Databricks ist eine der coolsten Analytics-Plattformen, die es momentan gibt. Ich zeige dir heute 5 Dinge, warum wir an Databricks glauben und warum wir Databricks in unserer täglichen Arbeit einsetzen. Der Aufbau zentraler Datenplattformen in der Cloud stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Eine große Herausforderung besteht darin, Daten aus ihren Silos zu befreien und in eine zentrale Plattform zu integrieren, wo Datenanalysten und insbesondere auch Data Scientists Möglichkeit haben, diese Daten einheitlich abzufragen und daraus ihre Modelle abzuleiten. Auch der Zugriff von Daten ist häufig in der Cloud nicht so einfach zu regeln. Häufig müssen sehr aufwendige Benutzerkonzepte geschrieben werden und Daten werden vielleicht sogar vergessen oder zu offen in diesen Benutzerrechten verwaltet. Und somit kann es auch dazu führen, dass Leute Zugriff bekommen auf Daten, wo sie eigentlich keinen Zugriff drauf bekommen dürften. Des Weiteren werden viele Dienste auf den nativen Clouds, wie zum Beispiel der Azure Cloud und der AWS Cloud, benötigt, um die Funktionalitäten bereitzustellen, die diese Teams benötigen, um die Informationen aus den Daten zu gewinnen. All das führt zu einem erheblichen Aufwand, um eine leistungsfähige Analytics-Plattform für die Unternehmen bereitzustellen. Und aus diesem Grund schauen wir jetzt uns Databricks an und wir schauen uns die 5 Vorteile an, die Databricks bietet, um so eine Infrastruktur skalierbar zu machen. Der erste Punkt ist die einheitliche Plattform, die uns Databricks bereitstellt, um Data Engineering Teams, Data Science Teams und Data Analysten auf eine Plattform zu bringen und da die Daten zentral bereitzustellen. In der Vergangenheit war es häufig so, dass unterschiedliche Teams unterschiedliche Plattformen und auch Tools benutzt haben, um die Daten von A nach B zu bringen. Häufig ist es ja sogar notwendig, weil ganz individuelle Anforderungen an die Datenprozesse sowas voraussetzen. Databricks schafft aber eine Umgebung, wo relativ frei programmiert werden kann, viele Datenstrecken in einem Standard integriert werden können und so schafft man es, viele Pipelines zu vereinheitlichen, das Monitoring ganzheitlich auf diese Pipelines zu setzen und unterschiedliche Teams zu integrieren und eine einheitliche Plattform bereitzustellen. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Punkt MLOps mit MLflow. Databricks verdient besondere Anerkennung für die nahtlose Integration von Machine Learning Operations Prozessen auf ihrer Plattform. Mit MLflow hat Databricks ein wirklich cooles Tool geschaffen, die den ganzen Modell-Lifecycle von Anfang bis Ende zu begleiten. Also wenn ich mein Modell anfange zu trainieren, zu tracken und die unterschiedlichsten Experimente auswerte, werden diese ganzen Sachen in MLflow gespeichert. Danach habe ich die Möglichkeit, diese Modelle in Produktion zu nehmen. Über einen API-Call oder einen einfachen Klick schaffe ich es, die Modelle in einen produktiven Prozess einzubinden und dann das Scoring zu machen. So schaffen wir es auch, dass ganz viele Leute in unterschiedlichen Abteilungen zum Beispiel an solchen Daten arbeiten können. Wir können gemeinschaftlich einen Feature Store aufsetzen für die Machine Learning Features und so erhöhen wir die Effizienz in einer Data Science Abteilung. Wenn so ein Modell dann in Produktion ist, schaffen wir es natürlich auch, über die Modellüberwachung von Databricks diese Modelle im Betrieb zu bewerten und kontinuierlich Informationen zu generieren, ob diese Modelle noch unseren Qualitätsansprüchen genügen. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Auch bei dem Thema Large Language Models schläft Databricks auf gar keinen Fall. Databricks hat eine coole Umgebung geschaffen, wo wir Large Language Models hosten können. Es gibt einen Vector Store und es gibt sehr viel Informationen über das Thema LLM Ops, also Machine Learning Operations für Large Language Models, wo wir darauf zurückgreifen können. Kommen wir nun zum vierten Punkt, dem Unity Catalog. Mit dem Unity Catalog hat Databricks ein wirklich intelligentes Tool geschaffen, um das Metadatenmanagement und die Governance und die Data Lineage auf so einer Datenplattform zu regeln. Was auf einer Datenplattform wie zum Beispiel in AWS nur mit einem erheblichen Aufwand möglich ist oder vielleicht auch gar nicht möglich ist, ist in Databricks mit dem Unity Catalog relativ einfach möglich. Wenn wir Daten in die Plattform integrieren, dann registrieren wir die Daten an, sagen wir mal, am Eingangstor. Und wenn wir sie weiterverarbeiten, können wir jeden einzelnen Verarbeitungsschritt über die Lineage, die Datenverarbeitung, tracken und herauskriegen, welche Tabellen werden von welchem Job benutzt, aus welchem Job kommen sie und wo werden sie weiterverarbeitet. Auch intelligente Features, wie zum Beispiel die automatisierte Erstellung von Spaltenkommentaren oder Tabellenbeschreibungen bietet Databricks über verschiedene AI-Features an. Ein weiteres cooles Feature ist, dass alle Tabellen, alle Views, sogar Pipelines und Modelle in diesem Unity Catalog registriert werden und wir darauf zurückgreifen können für die Nachvollziehbarkeit, vielleicht für den Wirtschaftsprüfer, der mal eine Frage stellt, wo diese Daten verarbeitet werden. All diese Sachen können wir da zentralisiert abfragen. Kommen wir nun zum fünften Punkt, den Delta Live Tables oder auch DLTs. Delta Live Tables sind der Weg
zum Streaming und zur inkrementellen Verarbeitung auf Databricks. Databricks hat mit den Delta Live Tables ein Interface geschaffen, wo wir mit relativ einfachen Mitteln, also wie zum Beispiel mit SQL, Daten streamen können und diese komplette Komplexität des Data Streamings eigentlich von uns genommen wird. Aus eigener Erfahrung kann Streaming wirklich ein sehr komplexes Thema sein in Apache Spark. Wir müssen uns um die Checkpoints kümmern, wir müssen uns um Arten kümmern, wie wir die Tabellen vielleicht nachträglich nochmal refreshen können. All diese Themen werden in den Delta Live Tables über so einen Managed Service von uns genommen und wir können uns eigentlich auf die Datenanalyse und das Coole sogar in SQL um die Datenanalyse kümmern. Das waren unsere 5 Punkte, warum wir denken, dass Databricks eine wirklich zukunftsfähige Datenanalyseplattform in der Cloud ist. Wenn du jetzt noch mehr über Databricks erfahren willst, dann schau dir doch dieses Video hier an.